grüß Gott aus dem Haus der Frauen, dem kirchlichen Andersort für Bildung, Spiritualität und Auszeit. Morgen ist es wieder soweit. Weltgebetstag der Frauen. Der Christinnen und Christen über konfessionelle und nationale Grenzen hinweg verbindet. Jeden ersten Freitag im März wird seit mehr als 100 Jahren ein ökumenischer Weltgebetstagsgottesdienst gefeiert. Geht rund um den Erdball. Heuer wurde er vorbereitet von Frauen aus Vanuatu, einem Inselstaat im Südpazifik. In ihrer Liturgie mit dem Titel »Worauf bauen wir?« ermutigen sie uns, Wege zu persönlicher und gesellschaftlicher Veränderung zu erkennen und auch zu gehen. Füge dich mit uns ein in dieses Gebet, das in 24 Stunden rund um den Erdball wandert. Für mich ein sehr schönes, hoffnungsvolles Bild. Herzlich lade ich dich zum Mitfeiern bei uns ein. Morgen am 5. März um 19.07 Uhr, also abends um 7 nach 7, in der Pfarrkirche St. Johann bei Herberstein. Wenn du nicht zu uns kommen kannst und doch mitfeiern möchtest, Informationen zu anderen Feiermöglichkeiten, auch digital, findest du auf unserer Homepage und auch in diesem Beitrag noch. Gerne gebe ich dir heute schon einen Segen der Frauen aus Vanuatu mit. Wir freuen uns über die Gegenwart Gottes mit uns. Gott führe uns und leite dich. Gott erneuere dich und heile die Völker und Nationen. Gottes Wille geschehe in deinem Haus so wie im Himmel. Denk daran, wenn du hinausgehst. Alle, die die Worte Jesu hören und sie tun, sind wie kluge Menschen und ihr Haus wird den Fluten standhalten. Geh und baue dein Haus auf Jesu Wort. Geh mit diesem Segen.